warum die Bienenkönigin die genialste Unternehmerin ist und warum du mehr sein solltest wie eine Bienenkönigin. Herzlich willkommen zum Quantum Business Flow Podcast. Der Podcast für bewusste Unternehmer und Unternehmerinnen, die nach dem Motto leben, Change the freaking world. Hier bekommst du die Kombination aus den genialsten Business-Techniken und der unendlichen Power der Gesetze des Universums für einzigartige Quantensprünge in deinem Business und Leben. Let's go! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Quantum Business Flow Podcast. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute ein vielleicht erstmal seltsames Thema, die Bienenkönigin. Warum eine Bienenkönigin die genialste Unternehmerin ist, die es gibt und warum du mehr so sein solltest wie eine Bienenkönigin. Darum geht's heute, darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Wie funktioniert ein Bienenstock? Ein Bienenstock dreht sich um eine einzige Sache, und zwar die Bienenkönigin. Die Bienenkönigin hat eine einzige Aufgabe, und zwar Eier zu legen. Ohne die Bienenkönigin stirbt der gesamte Bienenstock aus. Jeder im Bienenstock weiß das. Und es ist nicht so, dass die Bienenkönigin sich darum kümmert, Essen zu besorgen, das Haus schön zu halten und dann die Eier legt. Sondern der Bienenstock ist auf die höchstmögliche Effektivität aus, die es gibt. Und zwar, die Bienenkönigin hat eine einzige Aufgabe. Eier legen. Punkt. Einfach nur Eier legen. Alles andere, von Nahrung besorgen, den Bienenstock bauen, die Eier dann wegtransportieren, dass sie gut schlüpfen können, all diese Sachen werden von dem Bienenvolk umgesetzt. Wenn die Bienenkönigin noch andere Sachen machen müsste, rausfliegen müsste, dies und das machen müsste, dann wäre sie in großer Gefahr. Dann wäre sie einmal in der Gefahr, dass sie sterben könnte, dann wäre der Bienenstock ausgelöscht. Dann müsste sie viel Energie aufwenden für andere Dinge, was dafür sorgen würde, dass weniger Eier gelegt werden und so weiter und so fort. Vielleicht verstehst du meinen Punkt. Der gesamte Bienenstock ist so aufgebaut, dass die Königin sich auf die eine effektivste, wichtigste Aufgabe für sie fokussiert. Sie macht nichts anderes. Und das ist das, was du eigentlich als Unternehmer, Unternehmerin machen solltest. Dich zu fokussieren auf die eine klare, wichtigste Aufgabe. Die wichtigste Aufgabe für dich und alles andere wird um dich herum von deinem Bienenvolk, von deinem Unternehmen, von deinem Team übernommen. Das ist der Weg, um nachhaltig dein Unternehmen wirklich nach vorwärts zu bringen. Wirklich nach vorwärts, wirklich vorwärts zu bringen. Wirklich Ergebnisse zu erzielen, Umsätze zu erzielen und dabei Spaß zu haben. Denn deine Queen Bee Aufgabe, so nennt sich das aus dem Buch, also das, was ich gerade erzähle, ist aus dem Buch Clockwork von Mike Malkowitz, sehr guter Autor, wirklich genialer Autor. Und er nennt es Queen Bee Aufgabe. Was ist deine Queen Bee Aufgabe als Unternehmer? Für jeden unterscheidet sie sich ein bisschen. Aber du darfst rausfinden, was ist die Aufgabe, die am effektivsten ist, das heißt den größten Ertrag hat in deinem Unternehmen, am wichtigsten ist, dass du sie selber machst und die am meisten Freude bringt. Das sollten 1, 2, höchstens 3 Aufgaben sein. Darauf sollte dein gesamter Fokus liegen. Und alles andere um dich herum wird immer mehr von deinem Bienenvolk, von deinem Team übernommen. Bei mir ist es Content-Erstellung. Als Beispiel. Content-Erstellung, wie dieser Podcast hier. Erstens kann das im großen Teil nur ich machen. Zweitens bin ich verdammt gut da drin. Ich habe richtig Freude dadurch und es bringt uns Kunden. Das heißt, ich fokussiere einen großen Teil meiner Arbeit immer wieder auf Content-Erstellung. Podcast, YouTube und Co. Und es macht mir einfach so viel Freude, dass es für mich eh keine Arbeit ist. Dadurch habe ich die eine Aufgabe gefunden, die von sehr hoher Wichtigkeit ist und beginne immer mehr alle anderen Aufgaben um mich herum abzugeben an das Team. Und so erschaffst du einen Bienenstock, der einwandfrei funktioniert, wo du nur die Aufgabe hast, die du wirklich haben solltest, machen solltest und das Unternehmen kommt immer weiter, der Bienenstock wird immer größer und größer und größer. Das war's schon mit dieser Folge. Ein kurzer Impuls für dich, mal zu schauen, was sind deine Queen Bee Aufgaben? Wie kannst du diese effektiv umsetzen und damit sehr, sehr erfolgreich werden?
Ich wünsche dir viel Spaß beim Umsetzen, viel Erfolg. Wir hören und sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao. Dein Raphael. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, diesen Podcast anzuhören. Mein Team und ich geben alles, um dir die besten Inhalte zu liefern, die dich und dein Business auf das nächste Level bringen. Deswegen würde es uns unglaublich freuen, wenn du dir kurz die Zeit nimmst, bei iTunes eine ehrliche Bewertung dazulassen. Das würde uns unglaublich helfen. Und wenn du lernen willst, wie du in kürzester Zeit, in nur 5 Tagen, jetzt das Business deiner Träume aufbaust, Quantensprünge machst und alle Umsatzziele sprengst, die du dir jemals vorgenommen hast, dann möchte ich dich einladen zur kostenlosen 5-tägigen Challenge. Den Link dazu findest du unten in den Shownotes unter diesem Podcast. Dort kannst du dich kostenlos anmelden und du wirst in 5 Tagen Ergebnisse erzielen, die du dir vorher gar nicht ausmalen konntest. Das ist das, was die bisherigen Teilnehmer gesagt haben. Einfach unten klicken, kostenlos anmelden und dann sehen wir uns in der Challenge wieder. Bis bald. Ciao, ciao. Dein Raphael.